warst doch Knast, ne? Du Ja. warst lange weg von der Bildfläche. Ja. Du warst lange eingesperrt. Richtig. Und wann bist du rausgekommen? Ja. Wie, wen hast du Ansage gemacht? Wo bist du? Wo Oh, hast du wann wieder? wo ich rausgekommen bin? Ich habe dann Stress mit einem Iraner gehabt. Okay. Er war mein Hausarzt. Allgemein von ganzer Familie. Dein Hausarzt. Ja. Und Okay. er hat den Laden, den ich 2003 hatte, bis 2015, er hat das übernommen. Komplett hat er das gekauft. Das Haus. Das Haus, ja. Wo der Okay. Laden ist auch. Und dann hat er, mir Kündigung geschrieben. Ja. Und ich bin zu ihm gegangen. Ich meinte, guck mal, spiel nicht mit meinem Brot. Ich Oh spiele auch nicht mit Mann. deinem Brot. Wenn du mit meinem Brot spielst, kann sein, dass du dein Leben verlierst. 100%, Er Bruder. meint zu mir, gib Gesetz, gib Rechte und ich werde zur Polizei gehen. Ajua. Bruder, dann hat das angefangen mit ihm. Dann Also hat er. dieser Arzt hat dir gedroht, meinst du? Ja, mit Polizei. Ja, mit Polizei natürlich. Er ist zur Polizei gegangen, er meinte hier, Clambus von Europa bedroht mich. Ajua. Ich habe erste Warnung gekriegt, 600 noch was Strafe. Okay. Dann bin ich. So, dann bin ich runtergegangen zu seiner Praxis. Ich bin dann reingegangen in seine Praxis und habe ich geschrieben, wo ist dieser Maniac? Seine Leute haben direkt Polizei angerufen. Ja. Und die Polizisten haben mich dann runtergeholt, von dem Laden, wo Praxis ist. Die haben Das gesagt, du ist kannst nicht nicht da normal. rein. Und du bedrohst ihn gerade. Ich meinte, du kannst das mit deinem Anwalt, mit Richter machen, aber du kannst nicht einfach, jetzt hast du hier Hausverbot. Wie heißt das? Lina. Haus, nein, das bedeutet, also du darfst, Hast Warnung. warum? Keine Ahnung, ich weiß nicht, muss man dich fragen. Was habe ich denn gerade gemacht? Du redest gerade mit Kürtel, du hast vielleicht falsche Frage gestellt. Danke, Emmy, an alle Brüder, die ran sind, alles zusammen tippen. Ich gehe danach kurz raus, wieder live. Guck mal, was die Sag machen. mal. Allah, guck mal, was die machen, ja. Ja, Bruder, du bist gerade mit Lambos. Vergiss das nicht. So, und dann habe ich dann, diesen Moment habe ich dann ein paar Laden weiter, habe ich eine deutsche Bank, ist pleite, ist nicht pleite gegangen, er hat Probleme gehabt, er musste von diesem Haus rausgehen. Sehr große Laden. Und dann habe ich diese Laden übernommen. Und der Besitzer ist ein Jude. Ja. Und Wallahi, er hat auch nicht Stress gemacht. Er hat mir auch sehr gute Preis gegeben, den Laden für 10 Jahre. Ich Ja. habe dann unterschrieben. Aber trotzdem, ich bin bei dieser Iraner nochmal gegangen, nochmal reingegangen. Ich war einmal irgendwie aggressiv. 2001. Ich habe gesagt, weißt du was? Und der hat wegen mir überall Kamera hingetan. Ja. Ganz draußen auch, auf Straße auch Kamera. Ja. Oder ich wollte nur Bella machen, dass die Leute, dass ich ihn nicht in Ruhe lasse. Wallah, ich habe Ibo, es getan. bleib mal allein. Ich gehe schnell off und wieder on. Ja, sofort. Amen. Amen. Geil. Wallah, er kriegt Warnung. So, Bruder, alle tippen, alles zusammen. Wir sind gerade 600 Leuten. Was hast du? Bruder, lass mal, der lügt. Wer lügt? Der ist Kürtibo, Zitat jetzt. Wallah, Zitat, sage ich euch auch. Bruder, bei Kürtibo gibt keine Lüge. Ich schwöre dir, ich weiß nicht, welcher Film ihr seid. Ibo, Bruder. Wedding, ich nehme gerade keine an. Guck mal, jeder will gerade mit Kürtibo live gehen, weil Kürtibo ein paar Tage nicht live kommt. Jetzt heute, jeder will mit Kürtibo live gehen. Bruder, das ist normal. Weil Kürtibo, jeder weiß, wie ist Kürtibo. Beste Show macht er, beste TikTok macht er. Herr Bijibo, danke schön. Wallah, ich kann über Deutschland so reden. Deutschland hat gut gekämpft. Schade, dass sie 1-1 gemacht haben. So, Wallah, so ist das im Leben. Manchmal klappt nicht alles. Amelia, ich war in Köln. Getroffen, ich küsse dein Herz. Ich war in Köln, richtig. Ibo ist Kind, danke schön. Adisa wird dich packen, Damo. Kann er machen, Ibo ist. Was? Spam. Wie geht's dir, Brudi?
Wallah, mir, Hans, mir geht's gut. Dankeschön, ich küsse dein Herz. Okay, warte, warte. Ja, Bismillah. Bismillah, was? Leute, guckt mal bitte alle durch, alle durchleiten. So. Jetzt Dimir, Salam alaikum. Okay, wo waren wir stehen geblieben, Bruder? Wo wir stehen geblieben sind, bei dieser Supermarkt-Sache. Ja. So, und dann haben die, dann habe ich sehr streng mit denen in Dings gehabt. Und danach, der Laden hat gelaufen, den Laden, den ich genommen habe. Ich ja. habe auch, dann habe ich Meskerei aufgemacht. Mit Meskerei, ein Lebensmittel, türkische Lebensmittel mit Meskerei. Ein was? Ein türkische Lebensmittel habe ich aufgemacht. Ja, Mesker was? Ein türkische Supermarkt. Ja, vorher hast du was gesagt. Was hast du gesagt? Mit M. Metzgerei. Metzgerei habe ich auch. Ja, eine Metzgerei, okay. Und dann in diese Metzgerei, ich habe dann Leute geholt, die sollen arbeiten, die sollen als Metzger arbeiten. Ja. Bruder, ich bringe dann so einer aus Marokko. Das ist alles passiert, nachdem du vom Knast rausgekommen bist. Ja. Sag mal. Und dann habe ich angefangen, ich gucke auf einmal, der wird immer frecher. Ich komme einmal. Er hat über 15 Lamm verkauft oder so. Und da sind Lammkoteletten übergeblieben, weißt du? Ja. Und er hat Leute, Restaurant, seine eigenen Landsleuten. Er will die umsonst so 7, 8 Euro Kilo billiger verkaufen. Kilo kostet Lamm. Lammkotelett kostet Kilo 14 Euro. Ja. Ich meinte so, den bitte, was willst du? Er meint, Ibo, guck mal, wir haben so viele Lammkoteletten da überblieben. Ich meinte, hör mal zu, mein Bruder, ich werde lieber Müll schmeißen, als diese Leuten geben und die verkaufen und verdienen Geld. Ja. Ja? Lieber ich esse sie selber. So, und dann habe ich gemerkt, der wird immer frecher, weil er denkt, ohne ihn läuft das nicht. Hinter meine Sauter, ich küsse dein Herz. Weißt du, was ich gemacht habe? Was? Ich bin einfach in Meskerei reingegangen, habe meine Arme hochgemacht und haben wir angefangen, selber zu arbeiten. Dann habe ich geguckt, wallah, ich bin ein Mesker, ja? Aywa. Wallah, ich bin ein Mesker. Aywa. Leute, mal drei, mal drei. Küsst dein Herz. An ja. alle Bruder, Hitman, Miran, ich küsst dein Herz. So, und dann habe ich angefangen, Bruder, wallahi, ich gucke am Tag, ich verkaufe, ich habe am Tag so 1,5 Tonnen verkauft. Lina, ich küsst doch dein Herz, wallah, was hast du gemacht? Mein Herz küsst du? Leute, mal 8 und mal, guck mal, Ibu wird sauer. Wallah, wenn ich Leute, mal 8 und mal 3 und mal 5. Ja. Leute, mal 3 und mal 5. Lina, der war echt stark. Wallah, danke dir, vielen Dank. Der kam sehr unerwartet. Ich küsse dein Herz, du bist eine Ehrenfrau, wallah. Du bist immer hier. Ja, und danach? Ja. Und dann habe ich versteigert auf 2,5 Tonnen am Tag. Fleisch. Ja, und dann bin ich noch, ich bin dann noch durch den Laden. Du hast 2,5 Tonnen Fleisch verkauft am Tag? Jeden Tag, am Tag. Wallah? Wallah. Mashallah, mashallah. Dann bin ich, weißt du was, mein Geschäft ist anders. Danke, Sultan. So, dann bin ich in ein Restaurant gegangen, in Rüttenscheid, in Stadt. Ich habe die Restaurant besucht und hab ich dir erzählt. Und jeder ist zu mir gekommen und hat Fleisch bei mir gekauft. Hackfleisch, Köfte, Adana. Und Steaks. Jeder kommt zu Kürte über. Wenn du um Fleisch geht, beste Nummer 1. Wer ist Nusret aus Türkei? Bruder, wenn ihr Steak wollt, kommt bei Kürte über. Beste. Nusret ist gar nichts gegen dich, ja? So, Bruder, er ist nur, weißt du was, er ist? Nusret ist ein Schauspieler 1 und zweitens, er arbeitet für Millionär. Für wen? Für ein paar Millionärleute arbeitet er. Paar Millionärleute in Türkei? Richtig. Ach so, er arbeitet für die? Ja. Ist das aber nicht keiner seine, weiß davon. Ist das nicht nein. seine Liebe? Nein, sind nicht seine. Er hat auch einen Vertrag auch. Bruder, du, guck mal, von draußen sieht alles so schön aus. Aber wenn du innen drin gehst, das stinkt alles. Zitat Ende. Dein Ernst jetzt? Ja. Aber woher weißt du, dass das nicht seine Läden sind? Weil ich weiß, für wen der arbeitet. Für wen arbeitet der? Kann man die Namen nicht sagen. Das sind so große Familien in der Türkei, die sehr stabil sind. Bruder, zu mir auch die viele. Weißt du, warum mit mir keiner arbeitet? Warum? Ich kann nicht für jemanden arbeiten.
Ich kriege auch sehr, sehr stabile Anfragen, dass ich für die arbeite. Aber ich werde nicht lieber Brot essen und Zwiebel als für die arbeiten. Ja, Bruder, grüß dich. Ja, aber Bruder, wenn du gute Angebot kriegst, warum nicht? Niemals. Warum? Du bist dann wie zum Beispiel Geschäftsführer. Hast du letzte Wort? Nein. Wie? Nein, ich mag das nicht. Aber Bruder, ich verstehe dich auch irgendwo. Du bist internationale Clan-Boss. Ich arbeite nur für mich selber. Nein, du lässt arbeiten. Ja, das ist wieder was anderes, aber ich arbeite für niemanden. Bruder, du lässt arbeiten. Zitat Ende. Zitat Anfang und Ende. Lina, danke dir. Santiago, danke. Santiago, du hast einen Booster bekommen. Gerade hier drin sehen. Wallah, ich bedanke mich. Ehren, du bist der Beste. Mirai, du bist Löwen. Ja. Hitman, du bist Löwe. Wallah, Santiago, du hast einen Booster bekommen. Ich Lina, 47, ja. Vielen lieben Dank. Mach. Okay, tamam. Und danach hast du 2,5 Tonnen Fleisch verkauft am Tag? So, dann hab ich angefangen, vergrößern. Aber Bruder, guck mal. Ja. Erzähl mal auch, vergrößern, dann Bruder, ich weiß ganz genau, es ist viel Sachen bei dir passiert. Ich rede, ich bin doch dabei. Bruder, ja. Lass mal die Sachen, das sind zu viel. Sogar ich war im Fernsehen. 40. Wow, Bruder, wie geht's dir? 40, du bist. Heute mal 5. 40. Löwe. So, dann habe ich in Essen, Innenstadt, habe ich einen Laden aufgemacht. Innenstadt. Volti, Ehrenmann. So. 40:30, danke dir. Warum? Einmal gewinnen wir nicht gegen den? Nein, ich mache gerade 20. Bruder, wir sind gerade 800 Leute, alle tippen. 40:30, danke dir, Bruder. Wie geht's dir, mein Bruder? Alles gut. Der ist ein Ehrenmann. Wallahi. Tamam, und danach, was ist passiert? Weiter erzähl. So, dann habe ich in die Stadt einen Laden aufgemacht. Dann habe ich in eine andere Stadt habe ich noch eine. Ich hab insgesamt 3 Supermärkte gehabt. Wallah, bist du Supermarktkettenmafia. Ich habe 3 Supermärkte gehabt. Und Supermarktkettenmafia? Lass mal, was für Kettenmafia? Dann habe ich angefangen, 24 Stunden nicht zu schlafen, arbeiten. Ich habe 24 Stunden, manchmal 4 Tage nicht geschlafen. Wallah? Ja, Bruder, so ist das. 40. Jalle, weißt du, was mein Schlaf war? Aber mein Schlaf war so, eine halbe Stunde so, auf den Stuhl. Bruder, ich habe irgendwann gesehen, ich gucke über, das stimmt mit Kasse nicht. Guck mal, ich habe immer erwischt, die Leute bei mir gearbeitet haben. Ich habe die immer erwischt. Bruder, die klauen. Eiskalt. Ja, das glaube ich dir, ja. So, dann habe ich jemanden gehabt. Mach die Rosen voll. Alle, ich küsse euer Herz, 40, Mirai, ich küsse euer Herz, Löwen. Dann habe ich gemerkt, stimmt was mit meiner Kasse nicht. Ich verkaufe am Tag so viel Fleisch. Ich gucke auf, der Fleischmann klaut Fleisch. Ja, ich gucke, der Kassierer klaut Geld. Ich habe auch Kamerabeweisen. Dann habe ich den geschlagen. Eine Frage. Warte mal, lass ihn mal reden. 40:30, danke dir. Wie viel Kilo ist eine Tonne? Ist das dein Ernst? Ja, mein Ernst. 40. Leute, mal 3! Leute, wir haben 5 Wins. Alles zusammen. Leute, wir haben 5 Wins. Mal 3. Bruder, lass uns einmal gewinnen, ja. Alles zusammen. Leute, gleich, wartet, ganz kurz. Leute, wir haben... Estelle, danke dir. Leute, wir haben 5 Wins. Mal 3. Alles zusammen, ihr Löwen. Alles mal 3, was ist denn los? Wir sind 800 Leute. Alles so. Wallah, 40, Median. Küss dein Herz. Akram. Wallah, Ehrenmann. Lina. Dilek. Abu Taha, Leute, mal 3. Wir sind 800 Leute, wallah, ist zu schwach. Ihr könnt nicht alles alle nur von 40 erwerben. Wallah. Ivo. Ja. Wie viel Kilo ist eine Tonne? Ist das dein Ernst? Guck nicht auf Kommentare. Ibo, guck nicht auf Kommentare. Ich sehe deine Augen. Wie viel? Wallah, ist das dein Ernst? Ja. Du fragst gerade Kurt Ibo, Befehl ist eine. Ich frage gerade Kurt Ibo, wie viel Kilo ist eine Tonne?
Wallah, haram. Wallah, ich geh raus. Bruder, ja, guck mal, du nimmst ja, alles. Bruder, ernst, du versuchst mich, ob ich schlau bin oder dumm bin, ja. Wallah, die haben mir alle geschrieben. Wir verkaufen, Bruder, weil eine Idiot da schreibt, du fragst mir sowas. Wallah, ist Hype. Ich hab 20 Jahre Gabe, du fragst mir sowas. Wallah. Wallah, ich meine das nicht böse. Glaubst du was mir? Was ist denn Tonnen? Wie viel ist eine Tonne? Wie viel Kilo? Wallah, ist das wieder dein Ernst? Wie? Tamam. Wallah, ich rede nicht mehr. Wallah, ich rede nicht mehr. Alles. So was reif. So. Und dann hab ich keinen Überblick mehr gehabt. Weil okay, wie viel Millionen ist eine Milliarde? Das kann man fragen. Wallah, Millionen. Ich rede besser mit Brille mit dir. Ja, rede mit mir, mit Brille ist besser. Also. Wallah, Bruder, du bist geil einfach, ja. Aber Bruder, alle schreiben. Ja, Lina 47, ich küsse doch dein Herz einfach. Ja, Bruder, wir sind gerade 930 Leute. Wallah, dass wir nicht gewinnen. Wallah. Alle mal verkürzt über Tippen, was ist los? Barry, grüß dich. Jan, alaikum salam. Okay, ich habe dich unterbrochen. Warte ganz kurz, eine Sekunde. 40030, danke dir, Bruder. 47, danke. Wallah, du bist ein Ehrenmann. Nochmal, Lina, danke. Lina 47, du hast einen Booster bekommen. Okay? Lina, du hast einen Booster bekommen. Mach, Ibo, wir haben 6 Wins, Leute. Warte, ich gehe mal Wohnzimmer. Ich weiß, 40, Wallah, ich weiß, Bruder. Ich weiß. Ich verstehe das schon. 40, Bruder, alles gut. Warte mal, Bruder, ich muss noch einmal was bringen.